Moin Leute, Venom's back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Wir haben Donnerstagmorgen, das heißt, wir haben eine brandneue Eventwoche, ein neues Casino-Auto und ein komplett neues DLC-Fahrzeug. Wenn du wissen willst, was das alles ist, dann jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Falls du neu bist, lass ein Abo da, Road to 18.000, mach die Glocke an, würde mir sehr helfen. In dem Sinne würde ich sagen, starten wir sofort mal rein in das Video. Für die ganzen Zuschauer aus dem Stream, es tut mir mal wieder leid, mein Internet hat sich wieder um 10.15 Uhr neu gestartet und ging jetzt erst 20 Minuten später wieder an. Ich weiß dementsprechend auch nicht, wann hier dieses Video jetzt erscheinen wird, ob es überhaupt jetzt die nächsten Stunden rauskommen wird, keine Ahnung, weil ich ja gucken muss, wann das WLAN wieder funktioniert. Es tut mir leid, ich habe die Telekom 5-mal gefühlt angerufen, egal, das tut jetzt nichts zur Sache. Wir starten jetzt sofort mal rein mit dem Casino-Auto. Und zwar hätten wir jetzt dieswöchiges Casino-Auto, den Grotti Cheetah Classic. Das Fahrzeug könnt ihr hier gerade sehen, er kostet 865.000 bei Legendary Motorsport. Ist jetzt ja nicht der beste Wagen. Ich glaube, ein Italy RSX oder ein Tesseract wäre für viele von uns ja deutlich besser gewesen. Aber was soll man dagegen machen? Ich würde euch trotzdem empfehlen, einmal am Tag am Glücksrad zu drehen und ja probieren, dieses Fahrzeug zu gewinnen. Wer eine Taktik wissen will, einmal in der Beschreibung vorbeischauen. Dort habe ich euch die sogenannte Casino-Taktik verlinkt. Machen wir weiter mit den Fahrzeugrabatten. Wir fangen an bei Legendary Motorsport. Dort hätten wir den Nakazaki Strider von 670.000 auf 469.000 oder von 502.000 auf 351.000 runtergesetzt und sonst hier auf der Seite leider nichts mehr. Machen wir weiter bei Warstock. Dort hätten wir ein bisschen mehr Sachen und zwar haben wir dort drei Rabatte, nämlich einmal den Ardent. Der ist nämlich runtergesetzt von 1,15 Millionen auf 805.000 und weiter unten hätten wir dann noch zwei Sachen und zwar einmal der normale Cargo Bob von 1,7 Millionen auf 1 Million knapp und der Jetsim Cargo Bob von 1,9 Millionen auf knapp 1,2 Millionen. Wo wir schon auf Warstock sind, machen wir sofort weiter mit dem brandneuen DLC-Fahrzeug. Das wäre nämlich von dieser Woche der V-Tier, Teil des Cayo Perico Heist DLCs. Der kam jetzt eben heute Morgen am Donnerstag frisch ins Game rein. Kostet 1,2 Millionen oder 1,6 Millionen. Das Fahrzeug werden wir auf jeden Fall in einem weiteren Video die Tage separat nochmal ja, kaufen und testen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dieses Fahrzeug jetzt eben in GTA 5 Online erhältlich. Eine Sache hätten wir bei Warstock doch noch, die habe ich fast übersehen, und zwar ist die Kosatka um 25% reduziert, genauso wie die Renovierungen. Das heißt, wer noch keine Kosatka hat, gönnt ihr euch diese Woche. Damit könnt ihr auf jeden Fall den Cayo Perico Heist starten und das U-Boot ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ja, das war es mit den Rabatten leider schon, oder was heißt leider, Kosatka ist eine coole Sache, 3-4 Fahrzeuge hatten wir auch noch. Kommen wir jetzt auf jeden Fall zu den Geldmethoden diese Woche. Falls du allerdings sagst, du hast gar nicht die Zeit dazu oder auch gar nicht die Lust, um den ganzen Tag in GTA ja Geld zu machen, dann habe ich eine Sache für dich. Schau mal ganz kurz bei meinem Partner JG Gaming vorbei. Ist unter dem Video in der Beschreibung der allererste Link. Dort bekommst du für günstiges Geld einen Money Boost für die PlayStation und auch für den PC. Mit dem Code VENOM10 sparst du dir 10% auf die komplette Bestellung. Und ja, du kannst dir wirklich selber aussuchen, wie viel Geld in GTA du denn dort kaufen willst. Check das ab auf jeden Fall. Erster Link unter dem Video in der Beschreibung. Die Methoden, um in dieser Woche in GTA 5 Online viel Geld zu machen, sind absolut schlecht. Denn wir haben eine einzige Sache und das ist der Diamond, ja, Casino-Gegner-Modus, den wir bereits letzte Woche hatten. Dort ist doppelt RP und doppelt Geld drauf. Das war's, sonst gar nichts. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gerade aufnehme, wir haben jetzt 11.04 Uhr, aber ich glaube, da wird sich nichts mehr dran ändern und sonst wird mir nichts angezeigt. Von daher, Rockstar Games, auf jeden Fall danke, dass ihr uns diese Woche wieder so krasse Möglichkeiten gegeben habt, um, ja, viel Geld zu verdienen. Kommen wir zu guter Letzt noch zum wöchentlichen Zeitrennen. Das Ganze befindet sich, wo haben wir es denn auf der Karte? Das Zeitrennen befindet sich hier. Das könnt ihr machen. Heißt auf jeden Fall Sankudo River. 1 Minute und 24 Sekunden haben wir dafür Zeit. Da könnt ihr 100.000 GTA-Dollar verdienen. Das ist vermutlich ja die beste Möglichkeit, um in dieser Woche zumindest ein bisschen Geld rauszuholen. Und das soll es mit der Event auch gewesen sein. Sie war nicht gut. Das muss ich sagen. Casino-Auto, lala, Rabatte, war okay, Geld machen absolut schlecht und ja, fast schon unmöglich. Diese Woche schreib du mir jetzt in die Kommentare, wie du es findest. Ich bin raus, wenn es dir gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, falls du es nicht getan hast. In dem Sinne sehen wir uns, mach's gut, bis dann und ciao.